Ja, moin Leute, willkommen zurück auf dem Kanal. Ja, ist schon ein bisschen was her, beruflich, gerade ein bisschen viel zu tun und das hier ist nur ein Hobby. Für alle die neu hier auf dem Kanal sind, hier geht es um größten Teil eigentlich um Amis. Gerade sitze ich zum Beispiel in meinem eigenen, einen 97er F-150, den ich mir importiert habe. Ja, was es damit so auf sich hat, das seht ihr einfach in den alten Videos. Hier geht es heute mal darum, das erste Mal das Fahrzeug nicht zu reparieren, sondern zu modifizieren, auch wenn es nur klein ist heute. Ich möchte mir eine eigene Handyhalterung bauen mit induktivem Ladefeld und ich möchte mit meinem Handy auf dem Radio, was es hier gibt, aktuell mit Kassette, möchte ich meine Musik vom Handy spielen. Und ja, bleibt einfach dran, guckt es euch an, bis gleich. Ja, moin Leute. Ja, wie gesagt, ich möchte heute eine Handyhalterung bauen. Induktionsladegedöns kann ich natürlich nicht selber basteln. Deswegen habe ich mir schon etwas aus dem Internet geholt, von so einem großen Auktionshaus online. Allerdings, was ist das für eine Halterung? Ja, der Pinöpelpimmel. Ja, wenn du das an der Scheibe rumhängen hast, wackelt das vor allen Dingen noch so ganz fein. Wie so ein Epileptiker, da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen soll das hier ersetzt werden durch ein Alublech, was ich in die Mittelkonsole reinschraube, aber nicht ins Plastik reinbohre, sondern ich verwende hinter den Blenden einfach ja, die Schraubverbindungen, die schon vorhanden sind, und probiere das Blech so durch so ein paar Fugen hier hinzuleiten, dass ich dann dieses Ding hier, das ist dieses Induktionslademoped, ja, das funktioniert halt ganz easy. Ja, hier ist ein Kabel dran, aber am Handy nicht, weil das steckst du einfach nur rein und es lädt. Genau, das soll dann auf dieses Alublech draufkommen und ja, das Alublech hat auf jeden Fall mehr Steifigkeit als dieses Saugnapf-Moped und ja, ich hoffe mal, dass es dann auf jeden Fall ein bisschen besser ausschauen wird und vor allen Dingen halten wird, dass es da nicht so viele Vibrationen gibt. Ich würde mal sagen, Klappe halten, loslegen, auf geht's. So, bevor ich jetzt hier anfange, noch ein Blech zu basteln, schaue ich mir das Ding hier einmal genauer an. Ich frage mich gerade, was ist das hier Großes und das braucht man das überhaupt? Für mich wäre es, je flacher, desto besser. Deswegen schraube ich einfach mal hier hinten auf. Guck mal rein, wie das so aufgebaut ist und dann werde ich ans Blech gehen. Ja, eigentlich bräuchte ich jetzt einfach nur das hier und das hier. Allerdings hat diese Halterung, wie seht ihr, was das hier hinten ist, einen Motor. Das heißt, wenn das Handy hier eingehakt ist, dann kriegt das so ein Signal und dann fahren die Seiten sich zu oder auf. Ja, eigentlich brauche ich das nicht, aber lassen wir es mal dran, weil ich nicht weiß, wie das funktioniert, wenn ich das Kabel hier abnehme, den Stecker hier, ob das überhaupt noch funktioniert oder ob ich mir das damit weiter kaputt mache. Der Halter ist fertig, war ein bisschen schwieriger zu bauen mit den ganzen Kanten hier vor allen Dingen dran. Gerade wenn du keine Kantbank hast, dann bleibt dir nur eine Lösung. Schraubbank einklemmen, umhammern, fertig. Dadurch sind die Kanten natürlich nicht so schön exakt wie bei einer Kantbank, aber es funktioniert, sage ich mal. Ja, jetzt werde ich das Ding auf jeden Fall noch einmal matt schwarz lackieren, vielleicht so zwei, drei Schichten. Und dann kann die Halterung eigentlich schon eingebaut werden. Und dann bin ich damit erstmal durch.
Das Ding ist in Position. War gerade ein bisschen frickelig, das hier reinzukriegen, wenn das hier schon montiert ist, weil ich das hier dran geschraubt habe vorher. Strom habe ich vorher auch lang gelegt. Also das Kabel, das geht auch hier rein, damit das hier nicht rumbaumelt. Ich hasse das, wenn die Kabel da rumbaumeln. Jetzt kommt das Kabel hier auf der anderen Seite raus. Da ist bei mir hier der Zigarettenanzünder. Und für den Zigarettenanzünder habe ich jetzt noch etwas. Und zwar ist das dieses Ding. Das ist sozusagen ein Transmitter über Bluetooth, übermittelt der von deinem Handy aus die Musik oder der Schlüssel, die in einen Radiosender um, und dann kann dein Radio sozusagen diesen Radiosender empfangen und deine Musik kannst du ganz normal übers Handy laufen lassen und die ganz normal übers Radio hören, was halt vorher nicht geht wegen Kassettendeck. Da gibt es natürlich auch so Adapter mit so kleiner Klinke, wie so, ja, so Kopfhörerausgang, aber moderne Handys haben ja mittlerweile keine Kopfhörerausgänge mehr, deswegen ist das jetzt mal eine Lösung, die ich probiere, die ich einfach mal ausprobiere. Und hier ist oben auf jeden Fall einmal eine Stromversorgung und unten einmal einen USB oder so ein Eingang, wo du das Handy damit verbinden kannst und das Handy schickt direkt das Signal da dran anstatt über Bluetooth und macht dann einen Radiosender. Ja, ich bin mal gespannt, ob das alles so funktioniert. Ja, wie ihr hören könnt, die Musik spielt, das Ding lädt auch. Man sieht auch, dass er schön den Ladebalken am Laden ist. Hier unten konntest du super easy die Frequenz einstellen, einmal paaren lassen, also per Bluetooth. Super easy, also wirklich, ging super, super schnell. Ich teste jetzt gerade noch mal ein bisschen rum, ob wie das ist, wenn der Strom weg ist und dann wiederkommt, ob der sich direkt auch wieder paart. Ohne dass ich irgendwas machen muss, das wäre natürlich genial. Einfach ins Auto steigen und schon ist Bluetooth an. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall hat er noch Dauerstrom. Das muss ich auf jeden Fall nochmal ändern. Ich hatte das schon mal bei meinem Vorgängerfahrzeug. Da hat er sich schön die Batterie immer über Nacht leer gezogen. Ja, das ist nicht so cool. Aber das können wir beheben. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, das war's auch schon wieder für dieses Mal. War eine kleine Änderung an dem Fahrzeug, aber eine, die mir auf jeden Fall weiterhilft, weil mit der Kiste will ich auf jeden Fall noch ein paar Roadtrips starten. Ich würde gerne mal runter nach Süddeutschland fahren, da noch ein paar Freunde besuchen oder vielleicht den einen oder anderen von euch da draußen, um ein Fahrzeug vorzustellen. Schweden, Norwegen wird wahrscheinlich dieses Jahr eher nichts, aber genau für sowas ist das halt gedacht. Ich glaube, ich hau mir noch mal andere Boxen rein, damit der Klang noch ein bisschen geiler ist. Aber das war's damit. Wenn euch der Spaß gefallen hat, ne, drückt auf Gefällt mir, abonniert den Kanal, das hilft mir immer weiter. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Also bis dann, tschüss.